Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das Frage-Antwort-Video Punkt 2. Nicht wundern, ich hoffe es geht wegen dem Windgeräuschen und so, weil wir sind gerade auf der Autobahn. Ich hoffe das geht alles. Ich hoffe wir bekommen nicht allzu viele Fahrradfahrer hier. Und ja Leute, heute soll es wieder um die neuen Fragen von euch gehen. Und will ich einfach nur beantworten. Nochmal ein kleines Zwischenupdate zum Krümmer. Ist auf jeden Fall mega krank geworden. Ich bin ihn ja jetzt ungefähr 2 Wochen gefahren. Ihr könnt mir jetzt auch jetzt nochmal hier bei Insta folgen, blende ich mal kurz ein. Ich weiß jetzt nicht, ob man es so geil sieht, aber der hat sich auf jeden Fall schon mega verfärbt. Und sie beißt sich auf die Lippen, ey. Angels. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber auf jeden Fall ist das schon jetzt bläulich gegangen. Auf jeden Fall, darum soll es heute nicht gehen. Wie gesagt, das Frage-Antwort-Video. Und ich würde sagen, Leute, let's go. So, das ist es. Ja, moin, 45 Kommentare. So, wie hast du den Vergaser abgestimmt? Jetzt für alle Fragen, die jetzt kommen, ich habe am Vergaser nichts gemacht. Ist immer noch der Originalvergaser, gar nichts geändert. Ich glaube, ich habe 145er Hauptdüse oder so, oder 143, irgendwie so. Nichts dran verändert, alles normal. 7 Minuten, ich habe das zu schön über die rote Ampel. Ja klar, Digga, warum soll ich warten? Das war, glaube ich, unten in Kosebaude oder so. Guck mal so. Also. Aber scheiße. HGS und FM ist das Leistungsverhältnis ziemlich gleich, optimal abgestimmt. Beschleifen, HGS einfach und lassen. Ja, Digga, ich weiß, HGS und FMF nimmt sich echt nicht viel. Aber, Digga, der HGS, Alter, das ging ja echt nicht. Also, es war echt übelste Ranzkrümmer. Damit einfach FMF. Ich habe auch eine Huskan S 2009. Woher hast du den linken Seitenteil? Weil original geht das ja. Das linke geht gerade runter, original. Das ist ja original. Das linke geht ja gerade runter. Na, auf jeden Fall ist alles so, Verkleidungsteil ist alles von 24MX, auch Fender und so alles. Ist alles nur von 24MX, also keine andere Marke. Kannst du mal den Link geben zum Spiegel und der Halterung? Die Spiegel sind vom Polo. Ist, ja, keine Ahnung, ob ich einen Link dazu finde. Welche Hauptdüse fährst du mit dem FMF? Na, wie gesagt, 145 oder 142, irgendwie sowas. Wie viel Leistung bringt der Krümmer? Keine Ahnung. Ich schätze mal zwischen 32 und 34 sowas. Wollte ich mir auch eine Husky kaufen, als zweiten kaufen. Kann ich ja mal Bikes tauschen, habe eine 390er Duke. Kommt halt drauf an, woher du kommst. Aber so die Idee klingt jetzt gar nicht so schlecht. Wie hast du den Vergaser eingestellt, beziehungsweise... Ich habe, wie gesagt Leute, ich habe nichts am Vergaser geändert. Ist genau noch der gleiche wie beim Kauf. Erstens läuft die mit Getrennschmierung, ja, hat eine Ölpumpe. Gehst du bei Vollgas? Also wenn ich Vollgas gebe und in den Reso und so leicht rüber, dann schon. Fährst du sie offen und welches Baujahr und wo hast du den Kennzeichenhalter her? Ja klar, ich fahre sie offen. Baujahr, wie gesagt, ist 2007. Und der Kennzeichenhalter ist der Originale. Ist irgend so einer. Ist irgend so einer mit Plastik, keine Ahnung. Aber muss ja eh neuer ran, wegen Polizei. Hast du den FMF von 24MX und WR, welches Baujahr hat er? Ja, wie gesagt, 2007. Der FMF ist nicht von 24MX, sondern von, Gott, ich glaube Greenland oder irgendwie so eine, irgendwie sowas, keine Ahnung. Sieht man was genau aus? Ah, nice, ja, stimmt, die 510er nimmt sich ja echt nicht viel von der 125er. Ist die heißt diese wartungsfähig? Nee, gar nicht. Also so Kolben und Zylinder etc. sowas. Also wenn man sie pflegt, ja, dann läuft die immer. Sieht richtig fett aus, danke. Wie viel kostet der Führerschein plus mehr? Kommt auf dich drauf an, wo du hingehst und wie oft du verkackst. Hast du für eine Lichtmaske und Fender drauf? Na, wie gesagt, die Lichtmaske ist ganz normal von der EXC. Und der Fender ist auch von der EXC, ich glaube 2017er Baujahr, glaube ich, oder 18er. Ist die offen? Ja, geile Karre, Abo und Like hast du, danke.
fährst du, ja, wie gesagt, ist mit Ölpumpe und. Nee, also ich könnte zwar die Ölpumpe ausbauen und selber mischen, bringt mir aber in dem Fall nichts, weil ich nehme mich dann immer an die Tankstelle und mische die. Nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin echt froh, dass die noch eine Ölpumpe hat. Ich glaube ab 2009 oder so geht es, glaube ich, los mit selber schmieren. Nee, echt jetzt gar keinen Bock. Ich gucke jetzt mal in dem anderen Video, ob irgendwelche Fragen dazu gekommen sind. Geile Träume. Auch eine Motovlogs sind einfach nur ein bisschen. Ja, mach ich. Ja, wo kommt die Stimme? Hallo? So schön als Beitrag Zaun ist, verstehst du? Ja, also Leute, wegen Zaun und Geräusche und so, das, ich weiß, das ist scheiße. Boah, ich muss mal die Brille abnehmen, Alter. Ich weiß, das ist scheiße und so. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt noch das Mikrofon von der GoPro. Ich weiß, dass mit den Windgeräuschen und so, dass die Mikroqualität ist auch nicht so die beste. Aber ich habe auf jeden Fall den Adapter für das Mikrofon habe ich auf jeden Fall bestellt. Und ja, muss ich auch mal gucken. Also Mikrofon und so habe ich alles da, aber ich wusste nicht, dass man so einen Adapter braucht. Und auf jeden Fall kommt dann bessere Sound. Die Qualität ist dann einfach besser. Ihr könnt ja jetzt nochmal unter dem Video in die Kommentare schreiben, ob ihr noch Fragen habt, was ihr zu der Karre sagt, ob ihr noch irgendwas wissen wollt wegen Krümmer, Auspuff, Felgen, keine Ahnung. Und Leute, würde ich erstmal sagen, da war es das erstmal jetzt mit dem Video. Und lasst auf jeden Fall jetzt schon mal gerne ein Abo da. Wir haben jetzt, glaube ich, die 170 Abos geknackt. Wäre auf jeden Fall geil, wenn wir noch die 200 oder so erreichen oder natürlich noch viel höher, aber die 200 wäre jetzt erstmal der nächste Schritt. Wäre auf jeden Fall mega nice, Leute, und wie gesagt, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute, haut rein.